Vor mehr als 30 Jahren brannte eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis nieder. Ein 27-jähriger Asylbewerber starb in den Flammen. Dieser Gedenkstein erinnert an die Tragödie von 1991. Die Ermittlungen wegen eines fremdenfeindlichen Brandanschlags wurden eingestellt. Vor etwa 3 Jahren gab es dann neue Erkenntnisse und einen Tatverdächtigen. Die Bundesanwaltschaft übernahm den Fall. Jetzt wurde der heute 52-Jährige vom Oberlandesgericht Koblenz wegen Mordes verurteilt. In Handschellen wurde Peter S. heute in den Verhandlungssaal geführt. Das Oberlandesgericht verurteilte ihn unter anderem wegen Mordes und besonders schwerer Brandstiftung zu einer Jugendstrafe von 6 Jahren und 10 Monaten. Zum Zeitpunkt der Tat war er 20 Jahre alt und damit rechtlich noch Heranwachsender. Der Senat hat mehrere Motive heute herausgestellt, hat aber insbesondere festgestellt, dass der Angeklagte aus Fremdenhass, aus nationalsozialistischen Motiven, aus Ausländerhass hier gehandelt haben soll. Im September 1991 war es laut Urteil Peter S., der eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis angezündet hat. Mit Benzin habe er die Holztreppe übergossen und Feuer gelegt. Mehrere Menschen waren in dieser Nacht im Gebäude, auch Samuel Yeboah aus Ghana. Er konnte den Flammen nicht entkommen, erlitt schwerste Verbrennungen und starb einige Stunden nach der Tat. Das Verfahren war zunächst ergebnislos eingestellt worden. Erst nach Jahrzehnten kam es dann doch zur Anklage, nachdem die Bundesanwaltschaft übernommen hatte. Eine Zeugin hatte sich 2019 gemeldet. Peter S. habe sich ihr gegenüber mit der Tat gebrüstet. Die Vertreter der Nebenklage zeigten sich mit dem heutigen Schuldspruch zufrieden. Es ist insofern zufriedenstellend, dass er zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt wurde und auch, dass jetzt feststeht, dass es sich um einen rechtsextremistischen Anschlag gehandelt hat. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Der Verteidiger von Peter S. sagte, er werde voraussichtlich Revision einlegen.